Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Beer Factory. Und ihr habt fleißig abgestimmt, wir sollen versuchen hier das Kind nochmal quasi aus dem Brunnen zu holen. Es gab leider nur ein Problem. Ich habe beim letzten Mal vergessen, das Spiel, ja wie soll ich sagen, zu pausieren bzw. Zu beenden. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Menge geschuldeter Löhne an unsere Mitarbeiter. Ich weiß noch nicht. Ja, wir kommen vom Regen in die Traufe. Es ist einfach unfassbar. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie wir hier aus diesem Schlamassel wieder rauskommen. Ne? Also, seht's mir nach. Es wird, glaube ich, hier immer nur noch schlimmer, als es nachher besser wird. Ja, wir gucken mal. Wo macht der sich denn jetzt hin? Ah, ja, super. Ich sehe schon das Problem. Die Jungs, ja, ihr wollt nicht mehr arbeiten, ne? Das habe ich mir schon gedacht, ja. Jetzt ist hier Ende, Leute. Ja, das heißt, ich muss das ganze Spektakel jetzt hier einmal alleine durchforsten. Ja, Happy Birthday! Das ist ja eine Wucht, ne? Jetzt müssen wir selber hier einmal die Flaschen draufballern. Wird jetzt natürlich ein Späßchen, ne? Seht ihr ja schon. Das wird jetzt hier dann ein bisschen länger dauern, bis ich hier fertig bin. Aber ja, ein Chef muss natürlich auch seine Mitarbeiter bezahlen, ist ja klar, ne? Und dadurch, dass ich jetzt hier vergessen habe, das Ganze einmal wieder klarzustellen, ist das natürlich hier ein bisschen ein Problem, ne? Gut. Ich kann es jetzt erstmal nicht ändern. Es wird jetzt hier dann halt eben ein bisschen dauern, bis wir das ganze Spektakel hier einmal abgefertigt haben. Aber gut, ne? Gibt's halt eben mal jetzt ein bisschen mehr Action als sonst. Sollte jetzt vielleicht auch nicht so ganz so schlimm sein. Ja. Ich werde hier bestimmt gleich auch des Todes überfordert sein. Aber gut, wir versuchen natürlich unser Bestes, beziehungsweise ich versuche hier mein Bestes. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier einmal die ganze Abfertigung der Flaschen. Und dann, ja, gucken wir mal, ob das Ganze hier nachher so funktioniert, wie es denn letztendlich auch sein soll. Was eine Action. Also ich kann euch eins sagen, ja, das bin ich nicht mehr gewöhnt. Ne? Also
bin ich froh, wenn das die Mitarbeiter wieder machen. Also ich werde dafür echt einfach zu alt. Das ist nichts mehr für mich. Ich sag, wie es ist. Das ist nichts mehr für mich. Also Heidi Witzka, Freunde, das hat auf jeden Fall gut Zeit in Anspruch genommen und das war auf jeden Fall eine Menge. Wir haben jetzt hier mehr als 9 Paletten am Start. Und ja, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, sonst schlafe ich hier gleich ein. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, Freunde, denn wir haben ja jetzt hier so ein kleines Problemchen, ne? Wir brauchen ja jetzt gar nicht hier noch Geld eigentlich, um uns, den Transporter zu leisten, ne? Da habe ich mir gedacht, wie machen wir das denn jetzt, ne? Der kostet ja einen Huni, wir haben ja nur noch 76. Ja, das heißt, ich muss einmal ganz kurz rüberlaufen. Kurz in die Halle. Da müsste ja noch das ein oder andere Förderband stehen. Das muss dann jetzt leider dran glauben, ne? Da können wir nichts dran ändern hier. Machen wir die Tür hier auf. So, da muss jetzt leider hier das Förderbändchen hier einmal weg. Das heißt, ich brauche hier einmal ganz fix mein Werkzeugkoffer. Und damit werden wir dann gleich hier hantieren. Den brauchen wir jetzt. Denn damit können wir dann einmal die Förderbandanlagen da drüben verkaufen. Und dann haben wir zumindest genug Geld, um nachher den Transporter zu besorgen. Also, dann nehmen wir hier einmal das gute Stück hier. Und dann können wir einmal mit X bauen. Genauso machen wir das hier auch. Zack. Haben wir wenigstens ein bisschen Kohle wieder am Start. Die brauchen wir hier eh nicht mehr. Das ist nicht so wichtig. Können wir die Tür eigentlich wieder zumachen? Nee. Okay. Ja, jetzt können wir zumindest das ganze Ding einmal ordern. Was schon wichtig ist. Und Leute, ich glaube, ich habe so das Gefühl, wir kriegen den Karren wieder aus dem Dreck. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir jetzt einfach dadurch, dass wir nur noch in Zukunft einfach einen LKW mit einer Charge befüllen, dass das funktioniert. Und dass wir das Geld auch bekommen, was dann letztendlich hier unten auch steht. Das wäre zumindest Gaddings. Das wäre das, was ich auch möchte und wie es auch sein soll. Ich denke, das kriegen wir hin. Wenn es so ist, dann let's go. Dann haben wir natürlich wieder einiges nachzuholen, um nachher wieder, ja, zumindest hier das ganze Ding hier einmal vollzustellen. Aber Freunde, kriegen wir hin dann. Wenn das so funktioniert, machen wir das. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall diese Charge einmal, Dragon Malt, komplett verkaufen. Werden dann bestimmt noch 1, 2, vielleicht auch 3 Chargen fahren müssen, bis wir genug Geld haben, damit es funktioniert. Natürlich werde ich jetzt nach der Charge erst einmal gucken. Also ich denke mal, mit der Charge werden wir das ganze Geld, was dort steht, bekommen. Dann werde ich bei der nächsten Charge, werde ich das auch natürlich überprüfen. Und wenn das dann auch bei der übernächsten Charge genauso der Fall ist, dass wir das ganze Geld bekommen, wenn wir nur eine Art von Bier in den LKW laden, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass wir das alles hier hinbekommen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier Kran-Action. Nehmen wir mal hier wieder unseren Newton Kran. Und dann fahren wir mal den ganzen Klumbatsch da einmal x-schnell in den LKW rein. Die Stunde der Wahrheit, der LKW ist voll. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt hier funktioniert, Leute. Gell? Ich bin wirklich, ich möchte ungern nochmal einen neuen Spielstand starten. Ungern. Natürlich habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, ich soll natürlich hier die Aufträge machen, die es noch gibt. Denn da kriegen wir ja auch nochmal gut Geld. Ne? Also sprich hier, also erstmal bekommen wir dafür theoretisch 7567. Jetzt war aber meine Frage, Leute. Passt mal auf, das habt ihr mir, glaube ich, noch nicht beantwortet. Wenn ich jetzt hier Verträge mache und sage, ich will jetzt hier das veredelte Malz verkaufen,
Kann ich denn auch hingehen und wenn ich jetzt hier diese ganzen Aufträge annehme, kann ich die dann auch per LKW verschiffen bzw. transportieren oder muss ich dann wirklich die alle mit dem Pickup transportieren? Das wäre jetzt nochmal gut zu wissen. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Wir haben jetzt 446 Liter Dragon Malt. Ich hoffe, Leute, okay, es werden uns 15% ungefähr abgezogen. Ne? Also sagen wir mal so roundabout, ja, knapp ein Taui ungefähr müssten das sein. Ne? Also 900 ungefähr. Ich hoffe, Leute, ich hoffe, dass es klappt. Hä? Guck mal jetzt. Jetzt raff ich es überhaupt gar nicht mehr, Leute. Wieso haben wir jetzt auf einmal 12.000? Was? Leute, irgendwas ist hier komplett absurd. Moment. Nee, das war Köhlerschibbold. Guck mal, Leute, das Bier, was wir gerade verkauft haben, was Dragon Malt war, wurde einfach als Köhlerschibbold deklariert. Also, Leute, irgendwas ist hier komplett faul. Also, ich bin mir sicher, dass ihr da draußen jetzt auch total denkt so, hä, irgendwas stimmt da nicht. Leute, irgendwas ist da gar nicht in Ordnung. Ich peil's auch nicht. Warum haben wir jetzt auf einmal theoretisch 5.000 Dollar mehr bekommen? Das ist irgendwie absolut komplett falsch. Egal, wir nehmen es natürlich an, ne? Ich meine, wir sagen nicht nein, das ist natürlich gar kein Problem. Nehmen wir einfach so, ne? Auf jeden Fall müssen wir jetzt als allererstes mal ganz schnell unsere Mitarbeiter bezahlen. So, das haben wir erledigt. Und dann habt ihr mir geschrieben, ich soll auf jeden Fall einmal bei der Brauerei erstmal die Kapazität erhöhen. Das heißt, wir machen natürlich hier das Ding hier einmal. So, jetzt haben wir 4.393 Liter. Das ist schon mal, glaube ich, ganz gut. Den befüllen wir einmal. Komplett, weil ich glaube, ihr habt mir geschrieben, mit 4.000 Liter können wir, glaube ich, hier das ganze Ding einmal komplett voll machen. Wartet mal, das können wir doch bestimmt irgendwie checken, oder? Können wir das nicht irgendwie checken? Ich glaube, wenn ich hier einmal voll mache, genau, 4.000 Liter, dann können wir das Ding hier einmal komplett voll machen, Freunde. Okay, dann bestellen wir jetzt erstmal hier die 4.393, kostet uns 1.800. Der Kollege ist unterwegs. Jetzt ist die Frage, das wollte ich nicht machen. wie kann man dann so Banane sein? Egal, jetzt läuft das Ganze hier ein bisschen schneller voll, ne? Okay, ist es halt so. Okay, wir gucken, wir müssen den, Moment. Äffchen. Herrlich. So, wir gehen schnell kurz raus zum LKW. Die Mitarbeiter sind auch wieder da. Vielen Dank, Jungs, dass ihr wieder am Start seid. Prima. Danke, danke. So, wir warten mal ganz kurz, dass der LKW hier einmal... Ich hoffe, er kommt rum. Ja, komm, mein Freund. Yep, komm. Bitte platziere dich richtig. Bitte mach keine Faxen. Bitte, bitte, bitte. Ja, 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 bleib stehen. Ja, sehr gut. Oh, was ein Glück. Ich hatte schon... ganz kurz wieder ein bisschen Angst, ne? So, machen wir den Hahn hier auf. Zack. Und dann lassen wir das Ding hier einmal volllaufen. Und dann starten wir direkt die nächste Produktion, Leute. Also, das heißt, wir gehen dann hin und machen... Ich würde sagen, wir machen weiter Dragon Malt. No matter what. Machen wir. Auch wenn hier Köhlerschibbräu steht. Komisch, Leute. Das ist irgendwie komisch. Oh, wir können noch Malz kaufen. Ist gerade günstiger. Flaschen brauchen wir auch. Leute, wir müssen noch ein bisschen bestellen. Wir müssen unsere Lager füllen. Unbedingt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier ein Ding komplett voll nochmal mit Flaschen. Bestellen wir. Zack. Dann bestellen wir noch mal geschrotetes Malz. Das ist gerade sehr günstig. Ich würde aber sagen, nicht ganz so viel, oder? Wir machen mehr Hälfte und machen die andere Hälfte voll mit noch mehr Flaschen. Und dann... ja. Sind wir wieder knapp, Leute. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Flaschen. Gleich müsste dann der LKW kommen. Das wäre dann noch, also der zweite LKW. Denn ich habe auch, letztes Mal habe ich ja so viel bestellt, dass das quasi in zwei LKWs passt. Und der zweite LKW kam einfach nicht und es war einfach weg. Deswegen, ich werde jetzt jedes Mal in Zukunft auch immer nur ein LKW bestellen, also voll machen. Und dann den nächsten wieder voll machen. So Leute, guckt euch das an hier. Was eine herrliche Bestellung, Freunde.
Was eine absolut herrliche Bestellung. Krank. Einfach nur krank. Das heißt, wir gehen natürlich jetzt hin. Gucken mal, wie voll ist das Ding hier. Oh, das dauert hier. Das dauert, Leute. Das dauert. Das ist natürlich... Na, müssen wir warten. Müssen wir warten. Heißt, ich werde jetzt nochmal eine Runde hier schnell die ganzen Sachen ausladen. Zumindest mal die ganzen Flaschen um da hinten platzieren. Moment, da müssen wir ganz kurz gucken, ob wir hier noch ein paar leere Paletten stehen haben. Wenn die aus der Füße räumen. Denn die brauchen wir natürlich hier nicht am Start. Das wäre nur vergeudeter Platz. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen, würde ich sagen. Also ran an den Kran, Leute. Und dann machen wir hier nochmal richtig Tabula Rasa. So Leute, ich würde sagen, den zweiten LKW, den mache ich dann später. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall erstmal genügend Flaschen am Start. Das sollte dann ja erstmal für die nächste Fuhr definitiv reichen. Das lade ich hier einfach nachher hier zwischen den Folgen aus, Leute. Macht euch da keinen Kopf, alles cool. Wir gucken mal, wie der Wasserstand ist. Aha, da haben wir es gleich. Da können wir direkt loslegen und können die Kollegen ja unten mal bei der Brauerei hier weiter starten, weiter schaffen lassen. Damit wir hier weiter Dragon Ball produzieren. Wir gucken mal ganz kurz, wie denn da der aktuelle Stand ist bei unseren Rezepten. Dragon Ball, tatsächlich nur noch 7% Beliebtheit. Das ist natürlich sehr schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wartet mal ganz kurz. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe hier jetzt mal ein paar Biere reingemacht und habe dann auch schon die Logos dazu genommen, die ihr mir geschickt habt. Nämlich einmal das Magdeburger Bier, das war vom guten Stiernacken, und einmal das Puparschknall. Da muss ich ganz kurz nochmal gucken. Das war vom Leon gewesen. Ja, auf jeden Fall mega geil schon mal an dieser Stelle. Hammer, hammer geil. Wir werden jetzt auf jeden Fall trotz allem nochmal das Dragon Malt einmal herstellen. Und dann werden wir danach einmal, denke ich mal, das Magdeburger machen und dann das Puppaschnall. Und dann gucken wir mal, wie der ganze Saft dann hier rennt, Leute. Also einmal Rezept starten. Und dann sollte da natürlich nachher auch ein neues Logo drauf sein. Hier einmal natürlich Vollgas. 1000 Liter, Leute. Das erste Mal machen wir den Tank komplett voll. So, das gute Zeug läuft jetzt rein. Und das können wir dann nachher auch dann gut verkaufen. Leute, wir... Wenn das jetzt so läuft, wenn das jetzt so funktioniert, wie es soll, dann bin ich happy und dann wäre das ultra, ultra geil. Ja, Leute. Also, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, weiterhin auf dieses Projekt, dass wir hier das ganze Ding hier einmal vollstellen und generell einfach auf Beer Factory und auf mich, dann ja, bleibt auf jeden Fall dran. Lasst mir natürlich zum einen gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiterhin gutes, leckeres Dragon Malt herstellen. Und nochmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für die Rezepte, für die erstellten Logos, Freunde. Und ja, hammergeil. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.